Und willkommen zu neuen Wiefen. Uns habe ich hier um die 100 Minecraft-Server in meiner Liste, wo Spieler drauf sind und wir werden uns auf einigen Servern begeben und nach verschiedenen Lücken suchen, natürlich zum guten Zweck. Hier sind unter anderem auch ganz viele Minecraft-Server in der Liste, die privat sind, also die nicht öffentlich sind. Das sieht man daran, dass hier zum Beispiel keine Bilder gesetzt wurden und eine Standard-MOTD drauf ist. Ich meine, so ein richtiger Server, der öffentlich ist, setzt immer zumindest die MOTD fest, ja. Ich refresh mal, weil ich war jetzt hier eine Zeit lang auf der älteren Liste. So, jetzt ist hier auch ein bisschen frischer. Und wir sehen jetzt hier einen Frobs-Bauserver oder so. Lass da mal drauf gehen. Gut, da ist eine Whitelist, haben sie ganz gut gemacht. Was ist denn mit dem Server hier? Hier, lass da mal drauf gehen. Oh, da komme ich drauf, super. Ich falle hier direkt runter. Schon mal ein ganz guter Anfang. Respawn. Okay, was ist das denn? Da ist irgendwo eine Platte. Ach so, okay. Hi, ich schreibe auch mal Hi. Last Names, X, Mastero. Du warst doch der Olli, ne? So. Ich habe jetzt mit Hilfe von der LastNames-Funktion geschaut, welche Accounts der Typ früher hatte. Also man kann ja sich mittlerweile in Minecraft umbenennen. Und da habe ich dann irgendwas mit Olli HD gesehen. Also gehe ich mal davon aus, dass er Olli heißt, ne? Habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Kannst du mir die IP schreiben? Hallo? Hi. Hi. Ich habe mich hier vor kurzem beworben. Und jetzt habe ich meinen Minecraft-Namen umgeändert. Ich habe jetzt hier überhaupt keine Rechte mehr. Wow. Ich war ja tatsächlich Bilder, aber irgendwie, ja, ist das ein bisschen doof. Keine Ahnung. Wie sieht's denn aus? Wie weit seid ihr denn? Was habt ihr jetzt gemacht? Ja, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt die zwei Häuser hier gebaut und... Kannst du mich in den Game-Mode setzen, dass ich dann hier hinterher fliegen kann? Ich meine, ich werde später den Admin eh darauf ansprechen, damit er mir die Bildrechte eh wieder geben. Nee, hab ich nicht. An internal error occurred while attempting to perform this comment. Ach so, dann hast du keine Rechte. Nee. Ja, sag mal, sind dann irgendwie andere Teammitglieder noch da, Olli? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die meisten sind jetzt schlafen gegangen oder mussten halt aufgehen. Kannst du mich eigentlich vom Server bannen? Kann man Hallo? Ausprobieren. Ja, probier das mal aus. Yep. Okay. Ja, super, dann hast du die Rechte, das ist ganz gut. Unbann? Pardon oder so heißt das, ne? Ich wollte nur schauen, ob die Bilder halt wirklich, ob die Ränge richtig eingestellt sind, ne? Weil wir hatten ja halt vorher Probleme, dass normale Nutzer das auch machen konnten. Echt? Also die Default-Gruppe halt, ne? Hast mich unbannt? Du musst ja. / pardon eingeben, dann den Namen William Binetti. Ich heiße auf dem Teamspeak genauso. Ja, ich habe ein IE gemacht. Super. Bei Binetti. Kannst du den Execute-Befehl ausführen? / execute. Du kennst den Befehl, ne? Okay. Ja, kann ich. Echt, kannst du? Glaube ich. Ja, gib mal / execute ein und guck mal, ob da die Fehlermeldung kommt mit Error, bla bla bla. Usage, execute, engineer, XYZ, command, oder was auch immer. Mhm. Also die ganzen Beschreibungen, die letzten. Mir kannst du ja die Rechte ja eh wieder geben, oder? Ich meine, gib einfach das einfach ein. William Binette. Einfach das eingeben mit dem Slash, dann habe ich auch alles wieder, dann kann ich gleich wieder mithelfen. Das Ding ist, ich habe schon angefangen, nur, ja. Man sollte nie seinen Namen ändern bei solchen Projekten. Dieses kleine Fädelchen. Hast du das eingegeben mit Slash, was ich dir geschrieben habe? Wie macht man nochmal diese Minuszeichen nur mit diesen gekringelten? Ich habe das vergessen auf der Tastatur. Achso, soll ich das mal per Teamspeak mal schicken? Hier. Wäre nett. Lol, was passiert? Du musst Alt und Plus drücken. Alt und Plus. Musst einfach 1:1 eingeben. Sag einfach auch Bescheid, wenn du das gemacht hast. GR und Plus. Ja. Kann ich wieder gescheit weiterbauen? Permission XLT. Steht da?
Ah, supi, jetzt habe ich das auch. Ja. Ich brauche mal so ein bisschen Hilfe mit World Edit, weil ich wollte eigentlich das Haus komplett woanders bauen. Oder einfach woanders hinsetzen, nur dann kam halt bei mir der Fehler sozusagen, dass es halt so 20 Meter unter der Erde kam. Ja, verstehe ich. Dann halt nochmal irgendwo dahin habe ich komplett die Fläche nochmal zugemacht. Ja, und ich wollte es eigentlich. Weißt du was, ich komme mal kurz mit meinem Hauptaccount drauf, okay? Okay. So, warte mal. Vielleicht habe ich ja die Rechte dann auch wieder. So. Bin ich wieder drauf? Muss mich mal kurz mal zu dir porten. So, was habt ihr hier gemacht? Ich habe das alleine gebaut, also die beiden Häuser da. Ja. Hier die Sandkessel und das kleine moderne Sandhäuschen. Die kleinen Flächen. Das freut mich. Das ist kein Problem. Ich werde auf jeden Fall alles tun, dass du dann später aufgenommen wirst. Wir hatten das da hinten da gebaut, dieses Aquarium. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Aquarium, das ist kein Aquarium, das sollte sozusagen der Wassertempel sein. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie der hieß, ein anderer sozusagen ganz Zeit hier so SpongeBob-Köpfe überall hingemacht hat. Mhm. Und hier sieht man so ein paar Überreste überall und da sieht man sogar noch einen kleinen SpongeBob und das habe ich versucht wegzumachen, da kriege ich irgendwie nicht alles hin. Ja. Und wäre echt nett, wenn man das irgendwie wegkriegt, denn das ist echt hässlich auf der Welt. Das hat, oha, das hat hier jemand gebaut oder was? Ja, und das hat sozusagen überall Copy und gepastet und so weiter und so fort. Eine kurze Frage am Rande. Jo. Kennst du Griefer? Griefer kenne ich. Welche kennst du denn auf YouTube? Abgegrieft kenne ich auf jeden Fall. Wie noch? Ich weiß nicht, wie der hieß. Kennst du auch irgendwelche Hacker-Griefer oder so? Hacker-Griefer kenne ich nicht. Ach so. Ja gut. So speziell jetzt nicht. Ich hab mal einmal so ein Video geguckt, aber ich weiß den YouTuber nicht mehr, also den Namen nicht mehr von dem. Ja. Warum sind hier so welche aktiv oder was? Na, wir fragen halt immer so, weil wir wollen natürlich unsere Bandliste ein bisschen vollständigen, sag ich mal. Hattest du dann schon mal selbst einen Server? Ich hab grad einen Server, zumindest mit ein paar Freunden bei Aternus. Hm. Ja. Und da bauen wir halt sozusagen sowas. Achso. Gerade zu bauen, so modernes oder was. Meinst du, dass irgendwelche Griefer es schaffen, sich bei die OP-Rechte zu überreden? Wie bist du so der Meinung? Ja, ich muss halt gucken, ob. Meistens lade ich halt die Leute, wenn die halt sozusagen OP wollen, erst über Teamspeak und dann gucke ich halt so wie die Stimmlage und so weiter und so fort. Also ich achte halt sozusagen, ob die nervös sind oder mit dem Sprechen, diese Stotter. Das kannst du also ganz, ganz gut, ne? Ja. Und dann halt sozusagen auch die Kichern lachen haben. Ja, also du lässt dich also nicht von Griefern verarschen. Also die Griefer können sich bei dir nicht direkt OP holen, ne? Nee. Bist du schon zu alt für. Was, wenn ich ein Griefer wäre? Ja, dann würde ich echt mich verarscht fühlen. Wenn du das einfach. Und soll ich dir was sagen? Ja, du bist einer. Und soll ich dir was sagen? Ich bin ein Griefer. Aber ich bin kein Griefer, der die komplette Welt zerstört. Ich habe nichts mit dem Server zu tun. Ich habe aber alle Rechte jetzt. Ich habe mir deine letzten Namen angeschaut, die du hattest, ne? Du hießt früher. Warte mal, Last Names, ich guck mal kurz. Banana oder was auch. Du hieß früher Olli HD 1895. Wusste ich direkt, ach, du heißt ja Olli? Jo. Und dann habe ich dich dann mit Olli dann angesprochen, um erstmal Vertrauen erstmal aufzubauen. Dass du dann denkst, ich wäre hier im Team. Ja, nee, ich dachte deswegen, weil du dann meinen Namen kennst, dass du im Teamspeak letztens warst. Ja, das ist ja richtig. Ich werde mir gleich die Rechte wieder wegnehmen. Moment mal, Packs, Group, Default, Remove, Sternchen. Packs, User, Garculum, Remove, Permissions, Punkt, Sternchen. DOP, Garculum, dann Packs, User, Garculum, Remove, Sternchen, Packs, Reload. Okay, gut, das kann ich nicht mehr. Okay, nice, ich habe jetzt keine Rechte mehr. Ich werfe jetzt auch mal die Axt weg, ich habe jetzt überhaupt keine Rechte mehr. So, ich habe mir jetzt alles wieder entzogen, das kannst du auch später auch in der Konsole auch nachgucken. Ja, ich muss alles zum guten Zweck. Okay. Ja, sag auf jeden Fall dem Inhaber Bescheid, dass der Testbilder zu viele Rechte hat, dass man durch Missvertrauen die Leute theoretisch verarschen könnte, weil du weißt als Testbilder auch gar nicht, wer wirklich im Team ist. Das ist halt so das Problem. Nee, und das habe ich auch wirklich ausgenutzt. Ja, ja. Ich meine,
Aus Erfahrung her weiß ich, dass es am besten ist, von Leuten Rechte zu holen, die nicht so lange im Team sind, weil ihr wisst halt meistens nicht, wer wirklich im Team ist und so. Hat auch funktioniert. Ja. Irgendwie schon. Scheiße. Wäre es denn okay für dich, wenn ich das hochlade zum guten Zweck? Ich meine, dass andere dann wissen, welche Gefahren entstehen könnten. Ja, klar. Ich meine, ich habe jetzt keinen Schaden angerichtet oder so. Nee. Und ja. Ja. Also es ist okay für dich, wenn ich das unverzerrt hochlade. Ich gebe mal meinen YouTube-Account. Wobei, du kannst einfach mal Minecraft-Namen auf YouTube eingeben, das geht auch. Ich heiße Garkulem. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du noch mehr Techniken sehen willst, dann bewerte das Video positiv und es kommt morgen direkt noch ein Video. Das war's, euer Garkulem. Tschüss und bis zum nächsten Mal.